Respekt finde ich ganz wichtig für uns alle im Umgang miteinander. Leute mich so behandeln, wie sie auch selber von mir behandelt werden möchten und dass ich entsprechend natürlich auch so mit Leuten umgehe. Jeden Einzelnen zu akzeptieren. Gleiche Blut, so, wir sind einfach gleich, nur andere Farbe oder andere Religion oder andere Nationalität. Das ist egal, wie man ist, akzeptiert wird, wenn einer weiß, was Grenzen von den anderen sind. Nicht sofort über Leute urteilt. Wir haben alle gute Recht zum Leben und miteinander respektieren. Und wenn wir ein bisschen miteinander lieben und verständig, dann wäre das wunderbar. Und Respekt, das bedeutet viel für mich. Ich habe viel Respekt vor ganz Deutschland. Toleranz ist, dass man Sachen auch einfach akzeptiert, auch wenn man sie nicht direkt versteht und nicht immer direkt mit Negativität auf Sachen reagiert, sondern sich einfach, ja, vielleicht das einfach mal hinnimmt und nicht immer sofort sagt, nee, ist ja gar nicht wahr. Auch selbst angenommen werden, wie ich bin, mit meinen Fehlern, Schwächen, Stärken. Als ich mich geoutet habe bei meinen Freunden oder bei meinem Papa, das war schon ein sehr tolerantes Umfeld und es war sehr schön. Toleranz ist eigentlich schwer, dass man immer seine eigenen Bedenkungen hat und dann streiten will. Aber ich denke, in Toleranz ist wesentlich zuhören, hören, was die andere sagt und auch, was die andere meint. Egal von wo die kommen, einfach akzeptiert, weil die wollen ja auch, zum Beispiel jetzt Flüchtlinge. Ich finde, ganz ehrlich, die wollen ja auch nicht hier sein, wissen Sie. Aber die müssen hier sein, weil es leider Krieg auf der Welt gibt. Toleranz gegenüber Syrern kann ich gar nicht.